Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Le Tour de France Saison 2012. Entschuldigung, vorweg muss ich mich gleich mal bei euch entschuldigen dafür, dass die letzte Aufnahme so komisch geendet hat. Bloß, ich weiß, ich habe auf Weiter gedrückt, war mitten im Redefluss und plötzlich ist Desktop. Und dann ging die ganze Tragödie los, aber das will ich euch gar nicht weiter vertiefen, sondern heute spielen wir jetzt gleich mal die flache Etappe von Saint-Martin nach Pau. Ist wieder, wie ihr sehen könnt, hügelig, aber dennoch flach. Ich würde sagen, das ist am besten für unseren Allrounder, den wir jetzt aber erst nochmal umkonfigurieren werden, dass wir ein bisschen mehr Ebene haben. Anstatt Berg. Hier hat man ja Berg drinnen. Hier hat man Ebene. Obwohl, das passt. Da machen wir jetzt gar nicht lange rum heute. Na, dann machen wir einfach, wie wir das wollen. Und dann sollte das klappen. So wie ich mir das vorstelle. Ich denke, das wird auf den Massensprint hinauslaufen. Wir werden es aber trotzdem mal versuchen zu entkommen. Also auszureißen. Habe ich mir jetzt mal so gedacht. Gucken wir uns mal an. Favoriten Cavendish, Greipe, Petaki und so weiter, also Sprinter. Also, ja, es heißt ja nie was. Das wissen wir, haben wir in der letzten Folge gemerkt. Da waren ja auch die, also es war auch auf Massensprint ausgelegt, aber dem war nicht so. War ja leider auch nicht allzu erfolgreich für uns wieder gewesen, aber dennoch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden dafür, dass es ein Blind Let's Play ist, dass es so gut mittlerweile klappt. Er würde vielleicht sagen, gut ist was anderes, aber für mich ist es schon relativ gut. Und ich finde, das passt so eigentlich, wie wir das jetzt hier im Moment durchziehen. Und ihr habt euch ja jetzt halt entschieden, zwecks Qualität. Und so werde ich das auch euren Wünschen zukommen lassen, sozusagen. Und wir befinden uns jetzt hier schon in der dritten Tourwoche, glaube ich. Etappe 14 müsste Tourwoche, ja, Anfang oder Ende der zweiten, Anfang der dritten Woche sein. Nächsten Tag, also, ja, nächsten Tag halt hier im Spiel, ist auf jeden Fall ein Ruhetag. Können Sie sich nochmal erholen und dann können wir nochmal voll durchstarten. Weil wir fahren ja hier derzeit in den Pyrenäen. Dann schauen wir mal, was da so los ist. Erstmal wieder Standard-Move. So, hier. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, ihr hört den Ton nicht. Der ist bei mir doch ziemlich laut. Komischerweise, heute das erste Mal. Wo geht denn hier? So, sollte passen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal, habe ich auch gelernt, erstmal rauszoomen und dann kann man da drücken, was man will, und es wird alles passen. Jupp, so. Lassen wir erstmal gehen hier vorne, die Kameraden. Jo, ich hoffe, jetzt ist gerade mein Vater heimgekommen, jetzt hoffe ich, hört man das nicht. Da mein Fenster wie immer offen ist. Aber gut, anderes Thema. So, jetzt fehlt nur noch der Frank. Schauen wir, wo der sich rumtreibt. Ah, der kommt hier auch schon angeschossen, förmlich. So. Mit wem könnte man hier mal... Wir könnten mal mit dem Cancellara einen Ausreißversuch versuchen. Das haben wir ja noch nie gemacht. Es könnte gut gehen, da wir ja, wie wir hier schön sehen, Ebene extrem gut sind. Hügel auch gut. Zeitfahren natürlich auch perfekt. Dann lassen wir den jetzt gleich mal vorfahren. Der tut sich leicht, das merkt man schon. So. Ist gut, also die greifen ja hier an wie die Spezialisten. Gerard, Wegmann, Hugelin, Simon, Frederik Sanchez. Ach, der ist auch mal wieder dabei, wie immer eigentlich. Kern, ach, die haben wir schon wieder eingeholt. Nocentini und Moser greifen an. Die kennen wir ja mittlerweile auch. Die haben ja auch doch schon öfter Lebenszeichen von sich gegeben. Jetzt schauen wir mal durch. Hier so gibt. Also das Feld ist extrem in die Länge gestreckt, aber wir gehen jetzt erstmal hier wieder auf unsere Heli-Ansicht.
solange noch nichts Spektakuläres abläuft. So, gehen wir auf den Cancellara. Und dann gucken wir hier mal. Ich habe mir jetzt mal bevor ich jetzt hier angefangen habe, habe ich mir mal das angeschaut, wie es in echt verlaufen ist. Und da ist eine Ausreißergruppe durchgekommen. Unter anderem waren da Vöckler dabei, zwei andere Franzosen, Belgier und Amerikaner. Der Amerikaner hat dann gewonnen, der fährt für FDG, heißt glaube ich, das Team. Falls ich mich in der Aussprache von manchen Sachen wegen blöd anstelle, zum Beispiel bei den französischen Städtenamen oder so, dann bitte ich euch, dass ihr das entschuldigt. Weil ich hatte weder in der Schule noch sonst irgendwann mal Französisch. Jetzt switch mich erstmal durch. Gehen auf den Harper, der kann erstmal gechillt eine Runde Wasser holen gehen. Oh Gott, was für eine Strecke, ey. Wahnsinn. Und ich habe mir jetzt gerade mal so im Kopf gedacht, 100 Kilometer könnten wir angreifen. Weil an der 100 Kilometer Marke, ach, das sieht man jetzt hier nicht. Was könnten 100 Kilometer ungefähr sein? Vielleicht kurz vor der Sprintwertung wahrscheinlich. Dass wir da angreifen. Ja, das sieht vernünftig aus, denke ich. Aber noch 17 Kilometer bis zur 100 Kilometer Marke. Das ist dann wahrscheinlich doch erst noch auf dem Berg, auf dem Hügel hier. Und das ist eine Etappe. Ich hatte es im letzten, glaube ich, angesprochen, wo ich euch gefragt hatte, ob das eigentlich sein muss, dass Sprintwertung Sprint und Bergwertung, ob das sein muss. Und ja, hier sieht man ja, dass es nicht sein muss. So, schauen wir mal. Schicken wir jetzt hier nochmal durchsortieren. Benatti eine Runde trinken holen. Wie sieht's denn da jetzt aus? So, von der Fitness her ist es gleichbleibend. Okay, also nichts Spektakuläres. BMC-Team macht mal wieder Tempo. Da vorne ist aber jetzt auch kein guter dabei, oder? Also, der es aufs Klassement aus hat. Schauen wir mal, 79, 90, 104, 40, 124 und so weiter. 49, ja, 40 ist der Beste. Aber der hat dann doch auch schon, schauen wir nochmal, 37 Minuten Rückstand. Wie sieht's denn bei unserem Cancellara aus? Wie viel hat der Rückstand? 52 Minuten. Also rein theoretisch müssten sie ihn ziehen lassen, wenn das die, also ist ja die Logik eigentlich. Obwohl wäre es vielleicht nicht sogar gescheiter, erst nach der Sprintwertung hier auf so einer längeren Geraden anzugreifen, weil hier haben wir ja doch eigentlich nie, ja doch, das machen wir so. Geben wir jetzt hier mal Vollgas. Ist die kürzeste Etappe bei der diesjährigen Tour, falls es jemanden interessiert, mit 158 Kilometer. So kurz war da noch nie eine. Das ist ja auch so Sachen, was ich eigentlich gut finde. Weil früher, da waren ja die Etappen echt höllisch lang. Da waren es 300 bis 400 Kilometer, die Etappen. Und ja, das hat sich ja jetzt mittlerweile geändert. Zum Glück. Aber früher konnte man auch mehr bescheißen. Da wurde das nicht so überwacht, wurde das nicht so verfolgt. Und dann sind die Leute halt ab und zu mal, was machen die jetzt hier überhaupt, in Züge eingestiegen, sind dann mit dem Zug gefahren und so Sachen. Sowas, was halt jetzt heutzutage einfach undenkbar wäre. Suchen wir nochmal ein bisschen raus. Falls es interessiert, mit Alt- und Mausrad kann man zoomen, habe ich auch noch gar nicht angesprochen. Also jetzt müssen wir unser Team wieder ein wenig nach vorne holen. Ich weiß gerade nicht, warum die gerade so das Tempo anziehen. Okay, jetzt greifen sie hier an. Ah, das sind die Sprinter, die wollen sich noch einen Punkt krallen. Ja gut, jetzt lässt das Tempo auch wieder nach vom Hauptfeld. Dann lassen wir jetzt auch gleich wieder nach. Mit all unseren Fahrern. Ja, jetzt passt es ganz gut. Können wir jetzt wieder einfach wegen im Fluss mittrudeln.
Und jetzt bohrt mein Nachbar. Ich glaube, ich werd verrückt. Der kann doch nicht hier mitten in der Nacht das Bohren anfangen. Okay, das muss ich jetzt einfach übertönen mit meinem Gequatsche. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt gibt's hier noch 3 Minuten Vorsprung. Dann nehmen wir uns jetzt mal einen Kanshi. Kanshi Laras. Jetzt geht's aber gerade dummerweise im Berg hinab. Setzen Sie es jetzt mal auf 80. Und schauen. Kurz angreifen. Und wieder weiterfahren. Jetzt soll er mit 79 weiterfahren. Und schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Ich hoffe, dass wir dann wenigstens mal aufschließen zu E1. Sind da immer noch die gleichen dabei? Ja, okay. Sind noch die gleichen dabei? Dass wir da aufschließen können. Und dann da mitfahren und irgendwann nochmal einen Ausreißversuch unternehmen. Schicken wir mal den zu Belgia oder trinken holen. Und Cancellara kann sich jetzt auch nochmal schnell was holen, am besten geschwind. Nimmt ja nicht viel Zeit oder kostet nicht viel Zeit. Okay, der kommt super ran. Hat jetzt nur noch 1 Minute Rückstand. Ja, 1:09, 1:03, also der holt schon extrem stark auf, extrem schnell vor allem. Und es ist ja so, wie wir das wollen. Hauptsache, hier steht ein Auto mitten in der Pampa und niemand da. So. Jetzt sind wir doch gleich dran, oder? 30 Sekunden, 35. Ja, jetzt sehen wir sie schon. Jetzt schauen wir, wann wir aufschließen. Und jetzt drehen wir erstmal wieder runter auf 70. Dann Einsatzbalken. Nicht mehr, genau. So, roll einfach wegen mit, erhol dich. Wenn das unter 3 Minuten fällt, dann machen wir wegen Führungsarbeit. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte, die letzten 50 Kilometer sind jetzt wieder leicht bergiger. Aber eigentlich sollte das für uns kein Hindernis sein. Jetzt schauen wir mal schnell durch, was die so anwerden haben. Also schauen wir einfach nur mal die zwei an, Hügel, also 84 und 74. Also in Hügel sind ein paar besser dabei, aber auf der Ebene können wir das auf jeden Fall wieder kompensieren, denke ich. Jetzt sind wir unter der Zeit, dann beteiligen wir uns jetzt ein wenig an der Führungsarbeit. Irgendwas ist denn da los? Benatti? Warum hat der noch nichts zu trinken gekriegt? Ach, der Zubeldia ist noch unterwegs nach vorne, okay. Schon gewundert. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Was macht denn jetzt das Team hier? Was wollen denn die überhaupt? Schauen wir mal, was ist das für ein Team? Falsche Taste. Entschuldigt. Oh Mann. Jesus. Ah, Shimano. Irgendwas. Arche-Dusse oder so. Mal gucken. Ist ja egal eigentlich. Sollte uns nicht interessieren. Okay, Puls läuft hoch. Ja, das ist gut. Jetzt sehen wir jetzt, geht er auch mal vor und so. Und jetzt reihen wir uns wieder hinten an. Das bedeutet, dass jeder von denen sozusagen das gleiche Symbol hat wie wir. Aber die hinten, die fahren doch ein ordentliches Tempo. Jetzt hoffen wir, dass wir hier durchkommen. Spuren wir mal weg wieder. Schauen mal, dass das was Zügigeres wird hier. Okay, jetzt. Okay, ja, also bleiben so konstant bei 2:30 eigentlich. Verlieren nicht viel. Oh, da musste jemand abreißen lassen. Oh, Team Argos Shimano hat den Anstoß für eine Tempoverschärfung gegeben. Das bedeutet, dass wir in Cancellara dann auch mal wegen hoch trimmen. Trimmen vor allem. Dass er wegen des Tempo hier anzieht.
Wir könnten theoretisch, könnten wir mal versuchen, unser Team hier nach vorne zu schicken, Führungsarbeit zu machen, mit extrem niedriger. Na, die lassen uns auch nicht vorne hinfahren, leider. Weil wir können jetzt vielleicht so auf 55 machen, aber das klappt wahrscheinlich nicht, dass wir die alle mit runterbremsen. Kann ich mir jetzt schwer, entschuldigt bitte, kann ich mir jetzt nicht sonderlich vorstellen. Jetzt machen wir erstmal auf 55, aber ja, da fallen wir hier gleich mal extrem zurück. Nee, das klappt nicht, schade. So, dann rollt mit. Auch wir sind der Einzige, der hier wirklich engagiert mitfährt, aber ja, das hat keinen Sinn. Auch wenn wir dauerhaft wahrscheinlich machen, können wir das nicht ins Ziel retten. Das heißt, dann fahren wir jetzt einfach ein wenig mit und versuchen dann nochmal einen Einsatz. Obwohl, wir sind jetzt halt hier kurz vorm Ziel und haben noch 1 Minute Vorsprung. Dann lassen wir es jetzt einfach mal normal laufen. Und greifen nochmal an. Da geht keiner mit. Dann versuchen wir das jetzt auf eigene Faust. Bei 5 Kilometer hauen wir unseren Riechel ein. Falls wir da noch vorne dabei sind überhaupt. Weil es fällt doch jetzt. Ja, ne, die haben uns gleich. Schade. Es war aber mal ein Versuch wert, war's. Wie immer, alles so schön ein Versuch wert ist. Aber fuck, 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 fuck. Unser Team ist ja ganz da hinten irgendwo verteilt. Scheiße, das habe ich jetzt voll verpennt. Benatti, du musst jetzt unbedingt vorfahren und den Sprint für dich gewinnen. Kacke, das habe ich jetzt voll übersehen. Kacke, Kacke. Jetzt sind wir schon 4 Kilometer vorm Ziel und von unseren Fahrern ist nichts zu sehen, weit und breit niemand. Die bauen hier schon einen Sprintzug auf für einen, also Froome greift jetzt halt an. Jetzt müssen wir schon fast sprinten. Ne, müssen wir noch nicht. Kacke, das habe ich jetzt wieder mal total vermasselt. Bei 2 Kilometer, dass wir dann da rausgehen. Vielleicht klappt es ja. Aus irgendeinem Grund. Oh Gott, Klöten. Überschätzt dich mal nicht, mein Freund. Ja, nee, der wird da locker eingeholt, ist klar. Cavendish, Goss, Oss, Rojas. Benatti ist aber hier auch dabei. Aber ja, das haben wir ein wenig vermasselt mal wieder. Schlechte Sache. Gut, Goss gewinnt vor Tohischoft. Wir wurden Zehnter. Okay, Zehnter bin ich zufrieden damit auf jeden Fall. Wo bleibt denn da noch einer? Okay, jetzt ist der immerhin auch im Ziel. Na, der ist es von vorne weggefahren, das erlebt man ja auch selten, ne? Tour de France, ein Sieg für Goss. Ja, aber das war jetzt halt eigentlich auch uninteressant für. Boah, für die Gesamtwertung. Jetzt gebt euch diese Etappe, ey. Das ist höllisch. Also hier heißt dann wieder gut rüberkommen, gut rüberkommen, gut rüberkommen, Angriff. Volle Pulle Angriff. Und hier den Vorsprung ins Ziel retten. Aber um diese Etappe kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.